Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen Super Mario in Roblox, Freunde. Und heute haben wir jetzt anscheinend eine richtig heftige Super Mario Obby am Start. Lasst auf jeden Fall gerne dafür einen Like und ein Abo da, wenn ihr glaubt, dass wir es heute schaffen werden. Checken wir noch hier mein Merch aus, Freunde. Dreht noch einmal ganz kurz euer Handy und drückt noch auf die Glocke. Dann werdet ihr nämlich kein Video mehr verpassen. Hier kommen nämlich täglich Roblox-Folgen extra für dich. Jetzt können wir hier einmal ganz kurz gucken. Hier sind noch so ein paar Challenges, die wir machen können. Aber wir müssen heute unsere Mission erfüllen, denn wir haben eine Mission, die wir erfüllen müssen. Denn die Prinzessin wurde leider gefangen. Und die müssen wir jetzt retten, Leute. Die wurde nämlich einfach entführt. Und das ist hier Mr. Red Plumper. Und er sagt, wir müssen auf jeden Fall die Prinzessin retten. Deswegen werden wir heute unserer Mission nachgehen und probieren, Prinzessin, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Peach oder so, glaube ich, zu retten. Also, hä? Seit wann gibt es denn hier dieses Rohr? Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da durch. Und, yo, oha, guckt euch mal bitte schön hier diese ganzen Mario-Dinge an. Warte mal, kann ich hier noch rauf? Kann ich auf diesen Pilz rauf? Nee, ne? Schade, kann ich nicht. Aber ich glaube, wir dürfen den nicht berühren, Freunde. Hier gibt es ja alles von Mario. Guck mal, da können wir so gegenspringen. Oh, ich dachte gerade, der kann da raus. Der kam aber gerade zum Glück doch nicht raus. Dann können wir ein bisschen rumgehen, so. Einmal hier Slalom, Freunde. Und dann hier rauf auf diesen Pilz, glaube ich, wieder. Und entweder wir gehen jetzt hier in diese Rohre. Dieses Rohr. Nein, schade. Da müssen wir, glaube ich, rüberspringen. Okay, können wir hier noch irgendwas? Nee. Leider kommen wir da auch nicht lang. Deswegen müssen wir, glaube ich, ganz normal hier, zack, hier auf diesen Block rauf, so. Und dann hier rüberspringen, so. Das war auf jeden Fall schon mal ordentlich. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter und... Nein, hier sind jetzt gerade die Schildkröten, Freunde. Jetzt gibt ja diese Panzer von denen, und zwar diese grünen. Die schießen nur in eine Richtung, also immer so hin und her. Aber das Problem ist halt dann bei den roten, dass die halt auch lenken können, ja? Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Mr. Turtle Kanone. Aha, das heißt, er ist da oben, Leute. Da oben ist Mr. Turtle Kanone. Und der ist da anscheinend auch irgendwie in der Wüste oder so, okay? Pass auf, ich würde mal sagen, wir springen mal hier ganz entspannt über die Panzer rüber. So, okay, okay. Okay, so, alles klärchen. So, jetzt können wir hier sogar noch hochgehen. Ganz entspannt, Freunde, so. Und dann haben wir hier... Ist hier hinten noch irgendwas versteckt? Hier ist noch irgendwas versteckt. Oder wir gehen zu dem. Warte mal ganz kurz. Hier hinten ist noch irgendwas versteckt, ne? Lass uns doch mal ganz kurz... Nein, nein! Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr zurück. Hey, mussten wir hier lang gehen oder mussten wir da oben durch die Röhre? Oder wir wären, glaube ich, gar nicht rangekommen in die Röhre, ne? Okay, pass auf, dann war es, glaube ich, doch der richtige Weg. Haben wir doch Glück gehabt, Freunde. Dann würde ich sagen, laufen wir hier jetzt mal ganz entspannt über die Panzer rum. Und ist hier irgendwas hinter... Ja! Ah! Ach so! Okay. Also, hallo? Sind wir jetzt... Warte mal. Ach so, der Wasserfall hat uns quasi zurückteleportiert. Na gut, sowas passiert auf jeden Fall uns noch nicht nochmal, würde ich sagen, Freunde. Ja, obwohl doch. Was ist das denn jetzt hier? Oh, wir haben ein neues Abzeichen. Wasserfallabzeichen, okay. Das war doch auf jeden Fall schon mal das wert, um den ganzen Aufwand hier zu machen. So, jetzt können wir auch wieder rüberspringen. Warum ist denn ja einfach so ein Block mitten im Nichts? Aber kann man anscheinend auch einfach rauf. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier ein bisschen weiter. Und, springen dann hier. Nein! Springen einfach jetzt hier hoch, Freunde. So und zack. Ja, wir sind jetzt ganz oben. Perfekt. Ich möchte mal, dass da oben mal langsam was rauskommt. Ich möchte einfach so richtig groß werden oder den Stern aktiviert haben oder halt irgendwas. Und nein, das sind die Wüstenmonster, Freunde. Kennt ihr die noch aus Mario? Super Mario, das sind diese Wüstenmonster, die ein... Okay, jawohl, war doch leichter als gedacht, muss ich sagen. Hätte ich gerade nicht gedacht, dass es so leicht ist. Ich würde mal sagen, hier, Mann, ich habe das Gefühl, in irgendeinem wird das sein. Aber hier ist es gerade leider nicht der Fall. So, dann können wir jetzt hier auch wieder durchs nächste Wüstenlevel durchgehen. Denn hier sind noch so ein paar andere Sachen, so ein paar umgefallene Türme und sowas. Können wir jetzt wahrscheinlich noch weitergehen. Springen rüber und zack. Ich hoffe, vielleicht geht es hier in die nächste Welt. Oder müssen wir jetzt erstmal in die Pyramide rein? Ich glaube, wir müssen erstmal in die Pyramide rein. Aber ich schaue erstmal, ob wir nicht vielleicht irgendwas hier hinten versteckt. Ah, ha. Die das Pyramidenabzeichen. Ah ja, Leute, nicht mit mir. Ich wusste, dass da was versteckt sein kann. So, rein in die Pyramide und wir müssen den Schlüssel finden. Oh nein, wir sind gerade mitten in einem Labyrinth jetzt hier. Und jetzt müssen wir hier einen Schlüssel finden. Hä, wo sollen wir denn jetzt... Oh, okay, warte mal. Das ist schon mal der Tresor, glaube ich, wo wir hin müssen. Aber ich muss hier noch irgendwo... Okay, das war schon mal falsch. Einen Schlüssel haben. Um dieses Tor da vorne zu öffnen. Ich denke mal, es wird dann hier vorne links oder so sein, ne? So, haben wir hier einen Schlüssel oder so? Hallo? Jetzt muss er locker hier sein. Ja! Okay, sehr gut. Zack, Schlüssel haben wir uns geholt. Den haben wir jetzt hier am Start.
Und mit dem sollten wir dann anscheinend, glaube ich, gleich dieses Tor einfach ganz entspannt aufmachen können. Und aufmachen! Ja! Okay, wir sind jetzt hier durchgekommen. Wir können jetzt wieder zack in eine neue Welt. Oha, wo sind wir? In welcher Welt sind wir denn jetzt hier gerade gelandet? In der Blue Blue Ocean. Stimmt, das ist ja die Unterwasserwelt. Jetzt sind wir einfach unter Wasser. Und jetzt sind hier auch noch die ganzen Karpfen, Freunde. Lol, wie cool ist das denn, ey? Okay, jetzt müssen wir hier vorsichtig sein. Wir dürfen nicht getroffen werden, glaube ich, von den Karpfen. Und wir können, glaube ich, sogar hier auf diese... oder? Können wir jetzt hier irgendwie noch hochspringen? Nee. Hey, so. Und wie komme ich jetzt hier am besten... Warte mal, muss ich auf die springen? Und dann... Nee, warte, wie... Oder ich muss, glaube ich, hier lang, ne? Ich glaube, ja, ich muss hier lang. Und dann, ja, auf den, auf Mr. Tentakel, auf hier. So, und perfekt. Oh, wir haben es schon wieder rüber geschafft. Jetzt müssen wir natürlich noch hier gucken, wo wir hier am besten lang gehen. Und am besten sollten wir auch keine Algen berühren. Eigentlich sogar eine Leiter, Leute. Das ist doch mal optimal. Dann würde ich sagen, wir... gehen jetzt mal... Oh, da ist hier hinten noch was versteckt. Nee, ne? Okay, schade. Dann würde ich sagen, klettern wir mal ganz kurz hier hoch. So. Und hier haben wir noch was versteckt. Nee, auch nicht. Okay, dann können wir jetzt hier auch hochklettern. Mit einem reinen, guten Gewissen, dass wir dieses Level dann auch geschafft haben. Haha, sehr gut, Leute. Jetzt sind wir sogar hier gerade schon in der Dino Island. Okay. Hier sind ganz, ganz viele Dinos. Und diese Lagerfeuer, diese wandernden Lagerfeuer. Was? Oh, ey. Ich glaube, man muss einfach nur mit denen gehen. Dann ist alles entspannt, Freunde. Guck mal, ich kann hier einfach gerade auslaufen. Okay, war doch vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier schon wieder rüber. Und er sagt, die sind in den Vulkan gerannt. Schnell, hol sie dir. Okay, Freunde, das heißt, wir gehen jetzt hier mal ganz schnell in den Vulkan. So, wo ist das hoch, Leute? Ist das hoch? Okay. Ja, oh, auch rüber geschafft. Optimal. Und dann können wir auch schon jetzt hier wieder... Oh, warte mal. Können wir hier hochgehen? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen reingehen. Dann gehen wir schon mal rein hier. In den Vulkan. Guckt euch mal hier den Vulkan an, Alter. Wie verrückt sieht das denn bitte schon aus? Guck mal, wir können jetzt hier nochmal ein bisschen rüberspringen. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ja. Okay, diese Lavaspuren werden wir mit mir nichts antun, Freunde. Die können mir gar nichts. Oh, es ist rot hier, Alter. Oh mein Gott. So, vorsichtig. Vorsichtig. Zack. Und zack. Und muss ich da lang? Oder? Nee, da vorne ist wahrscheinlich wieder irgend so ein geheimes Abzeichen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Ne? Also wir haben jetzt nicht davon viel irgendwie, dass wir jetzt die ganzen Abzeichen haben. Aber wir können jetzt hier schon mal aus dem Vulkan dann rausrennen, Freunde. Und dann unbedingt nachher... Oh Gott, hier geht es ja noch höher. Wir sind jetzt gerade mal hier auf der zweiten Etage. Oh, so, erstmal wenigstens den Checkpoint geholt. Dann können wir auf jeden Fall noch hier so ein bisschen weiterlaufen. Und dann haben wir auch schon wieder den Parcours hier gemeistert und... Oh oh, hier ist eine Wippe, die sich hier die ganze Zeit bewegt. Dann müssen wir immer rüberspringen. So, jetzt wird die nochmal kommen und dann letztes, pass auf, das ist das vorletzte Mal, jetzt müssen wir ein letztes Mal noch hier rüberspringen. Ja, so, okay, das sollte, glaube ich, reichen. Genau, die kann uns nicht treffen, oder? Oh, nee, die kann uns nicht treffen. So, dann können wir schon wieder in den nächsten Bereich reingehen. Vulkan auf jeden Fall auch abgehakt und dann geht's, hey, verdammt. Nein. Okay, ich habe es jetzt wieder geschafft. Jetzt können wir hier auch normal hochklettern. Ich meine, oh Mann, ich dachte, es wäre so... Ich dachte, oh Mann, oh, egal. Ich habe es auf jeden Fall jetzt erstmal hier easy gemacht, Freunde. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen weiter rüberspringen, so. Und wenn wir jetzt hier runterfallen, landen wir auch wieder ganz hinten. Deswegen sollten wir am besten hier nicht runterfallen. Und was? Hier geht's gleich hoch. Du hast uns gefunden? Okay, wir machen nicht die Dinos? Warte, was soll denn jetzt mit Dinos denn sein? Was meint er jetzt hier mit Dinos, Freunde? Hey! Lol, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin irgendeiner Eisinsel, Freunde. Was? Wo sind wir denn hier gelandet? So, komm, wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter zu Prinzessin Peach. Bitte, Peach, wir kommen. Wir sind schon auf dem Weg. Ich laufe so schnell, wie ich kann, okay? Ich sehe fast gar nicht hier den Eisweg. Ich sehe den Eisweg fast gar nicht. So, hier, komm. Laufen wir mal ein bisschen weiter und... Okay, pass auf, wir laufen ein bisschen weiter. Alles klar, so. Und... Oh, links oder rechts? Ich glaube, wir sollten links gehen. Das heißt, wir laufen jetzt mal ganz kurz links. Oh Gott, die fallen ja alle runter hinter uns. Ey, die fallen ja alle runter. So, hier, vorsichtig. Und die fallen schon wieder alle runter. Ich glaub's ja nicht. Okay, dann können wir jetzt hier ein bisschen weitergehen. Zack, 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 zack. Okay, wieder hier laufen. Die werden wahrscheinlich wieder runterfallen. Okay, diesmal nicht. Und dann haben wir gleich schon... Oh Gott, wie hoch sind wir jetzt gerade bitte schön? Habe ich hier schon irgendwie mir einen Checkpoint oder so geholt?
Anscheinend nicht, ne? Yo! Und yo! Und, soll ich hier runterspringen? Ah! Hey, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Leute? Ich bin jetzt, keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ich bin jetzt anscheinend in irgendeinem Labyrinth oder so. Hallo? Ist hier jemand? Ist da hier die Prinzessin, Freunde? Ist die Prinzessin hier irgendwo hier? Hey, wer bist du denn da unten? Wer bist du denn? Oh, das ist eine Sackgasse, ne? Och, Mann, oh. Ich denke mal, dann sollte der Weg hier der richtige sein, dass wir jetzt hier rechts rumgelaufen sind. Und dann sollten wir, glaube ich, hier vorne gleich was haben. Ja! Okay, laufen wir mal ganz kurz hier lang. Vielleicht ist es auch hier auch richtig. Okay. So, dann können wir... Oh Gott, das ist ja ein richtiges Labyrinth hier, Freunde. Oh ja, ich hab's geschafft. Haha, ich hab's die alle ausgetrickst. Und nun kann ich die Prinzessin retten, Freunde. So, hier. Hier ist leider gerade gar nichts. Okay. Dann können wir auf jeden Fall anscheinend noch hier weitergehen. Das machen wir jetzt auch. Komm schon, bitte. Lauf. Lauf so schnell, wie du kannst. Wow. Oh mein Gott, wir sind einfach im Baum gelandet, Freunde. Wir sind einfach im Baum gelandet. Okay, pass auf. Ich würde mal sagen, wir klettern jetzt hier mal so ein bisschen rum. Alles klärchen. Können sogar noch hier hochklettern. Und dann haben wir jetzt... Ey, wie hoch wir gerade sind, ne? Wir können hier einfach mega, mega hoch gehen. Und jetzt muss ich jetzt hier lang? Ja, hier muss ich lang springen. Und... Oh, Alter, war das knapp. Und jetzt können wir hier rein. Ja! Nein, wir sind gefangen. Leute, wenn ihr wollt, dass ich mich befreie, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr von dem zweiten Part sehen wollt, wie wir die Prinzessin retten, dann checkt auf jeden Fall auch noch hier die Videos aus. Einfach draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.